G-Shock, Clear Remix, ich habe alle da, alle fünf. Die gucken wir uns jetzt mal ganz kurz einzeln an, damit ihr die alle schon mal gesehen habt. David von Watch David, hi, heute gibt's wieder was von G-Shock. Ich zeige euch jetzt einfach hintereinander die neuen Skeleton-Uhren, die Clear Remix, wie sie richtig heißen, damit ihr sie auf jeden Fall schon mal gesehen habt, denn ich habe aktuell echt keine Zeit. Ich bitte da so ein bisschen um Nachsicht und ich hoffe, das Video hilft euch dabei, wenn ihr euch für eine dieser fünf Uhren entscheiden wollt oder vielleicht sogar für mehrere. Und jetzt gucken wir uns mal einzeln an. So, hier haben wir Nummer 1 im Köfferchen. Die DW 6940 RX 7ER, 40 Jahre G-Shock. Hier auch schön im Goldton. Ansonsten ist alles Clear Remix. Wir gucken uns auch gleich alle noch mal ganz kurz von oben an. Ja. Auch eine schöne Größe am Handgelenk, ein bisschen größer als die Square Designs. Aber wirkt auch sehr gut, schön leicht, lässt sich angenehm tragen. Ja, auch eine coole Uhr. Eigentlich müsste man sich ja alle fünf holen. Und jetzt kommt Nummer 2. Schönes Square Design, mag ich ja sehr gerne. Hier schön Blick auf die Platine und darüber ist dann die Uhrzeit gelegt. DW 5040 RX 7ER. Oben und unten mit transparentem Band. Auch 40 Jahre, alles da, so sieht sie aus. Sehr cooler Wecker. Hier die DW 5040 am Handgelenk. Ja, sehr schön. Beide Bänder transparent. Gefällt mir sehr gut. Auch eine schöne Größe. Dann haben wir die gleiche quasi, wo sich ja schon einige nur lustig gemacht haben, was das denn soll. Aber ich finde es irgendwie ziemlich cool. Hier auch wieder Blick auf die Platine mit Uhrzeit und unten haben wir Metall bis zur Schließe und oben haben wir dann das transparente Band. Ja, das finde ich eine coole, witzige Idee. Damit fällt man auf jeden Fall auf. Das ist mein Favorit von allen fünf. Welcher ist denn euer Favorit? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und machen euch diese Skeleton-Uhren überhaupt an? 17,5 cm Handgelenksumfang habe ich. Gucken wir uns gleich die andere an. Die habe ich jetzt noch nicht auf mich gekürzt, weil die hat ja eine Faltschließe hier. Seht ihr? Halt sie jetzt einfach mal so fest. Ansonsten gleiche Größe. Hier halt mit Metall. Und hier transparent. Das heißt, die transparente Seite ist die, auf die man selber zuerst guckt. Und die Metallseite ist das, was der andere sieht, wenn man den Arm waagerecht hat. Super cooles Ding. Dann haben wir hier eine GA 114 RX 7 AER. Gucken, ob man das hier sehen kann. Seht ihr das? Das Licht ist so gelblich. Gelblich-Gold. Und hier wieder die goldene Schließe, Rückseite wieder mit 40 Jahre, ansonsten auch alles transparent. Auch eine coole Uhr, ziemlich groß. So, jetzt haben wir das Riesenstück hier, ein Riesenbiest, wie ich finde. Ist jetzt nicht zwingend mein Favorit, hat aber auch eine riesige Fanbase. Ja. Auch sehr schön, alles transparent, wie schon eingangs erwähnt, hier eben am Handgelenk. Die Datenblätter zeige ich euch gleich noch. Guckst du? Die GA 2140 RX 7 AER. Auch wieder 40 Jahre, auch wieder alles transparent. Hier mit Gold. Ja, auch eine sehr coole Uhr. Die Preise seht ihr dann auf den Speckblättern, die ich dann noch einblenden werde. Schön mit weißem Zifferblatt und schwarzen Akzenten. Finde ich auch sehr nice. Sieht eben auch sehr cool am Handgelenk aus, ne? Gibt's nix dran zu meckern. Und jetzt gucken wir uns sie alle noch mal kurz von oben an. So, hier ist die Nummer 1 im Bunde. Gucken, ob man es rauskitzeln kann. Die Ansicht auf die Platine. Die DW 5040 RX 7ER mit beidseitigen
transparenten Band. Die zeige ich jetzt einmal für alle. Hier schön aus Metall, einem leichten Goldton. Die 40 Jahre G-Shock hat auch jedes Modell. Hier nochmal Blick ins Innere. Wird jetzt nicht den Preis als Ablesemeister gewinnen. So viel kann ich euch schon mal sagen, aber man kann alles lesen. So, hier die gleiche. Die DWE 5640 RX 7ER. Eben hier mit Metall. Hier mit der leicht goldenen Schließe. Faltschließe. Und hier drüben dann wieder transparent. Ansonsten gleiche Rückseite. Objektiv ist wieder am Durchdrehen, weil er da wieder nichts findet, was er scharf schalten kann. So, jetzt kann man es vielleicht mal ganz gut sehen. So, hier sieht man auch noch mal das Licht an der Seite. Dann sieht man noch ein bisschen besser die Platine. So, hier sehen wir jetzt die GAL4RX7AER. Ich frage euch das nachher ab, ne? Die ganzen Abkürzungen. Ja, das ist schon was. Ja, also hier auch alles transparent, ist die größte im Bunde. So, jetzt gucken wir uns hier mal das Licht an. Seht ihr das da? Das ist so ein Goldton. Dadurch, dass es jetzt hier so hell ist, sieht man das ganze Licht nicht so. Wenn es dunkel ist, ist es so ein Goldton. So, hier die DW 6940 RX7ER. Ein Licht konnte ich jetzt hier nicht rauskitzeln. Kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, ob es Licht hat. Ich gehe mal davon aus, aber es ging nicht. Aber es sind hier auch Sample-Modelle. Die sind nicht immer 100% 1A technisch auf dem neuesten Stand, weil, wie gesagt, es sind Sample-Modelle, so wie meine Kamera, glaube ich, auch hier ein Sample-Modell ist, weil das ist ja hier echt nervig, Leute. Ja, ihr seht das nochmal. Dann die letzte im Bunde mit weißem Zifferblatt und schwarzen Akzenten. GA2140RX7AER. Wie alle. Natürlich auch 40 Jahre hinten drauf, haben die anderen auch. Ihr seht auch das S für Sample-Modell. Und es haben eben alle Uhren das klare Band, bis auf die eine, wo es halb-halb ist. Das waren alle fünf. Schon cool, oder? Jetzt zeige ich euch noch mal kurz die Specs. Die kommen ganz kurz hintereinander. Ihr könnt dann einfach eine Pause machen in dem Video und könnt euch jede Uhr einzeln noch mal genau angucken, wie teuer, welche Maße, wie schwer und so weiter. So, das waren die Specs. Was sagt ihr denn? Welches ist denn euer Favorit? Seid ihr überhaupt so Skeleton-Fan? Skeleton, so heißen sie bei mir. Clear Remix heißen sie jetzt bei G-Shock. Also wollen wir es auch Clear Remix nennen. Ich finde, nach wie vor ist das hier mein Favorit. Metall oben und Metall unten und unten. Metall unten und oben schön Kunststoffband. Metall unten und oben schön clear. Ihr wisst ja, ich mag ja das Square Design sehr. Ja, sehr coole Uhr. Und jetzt guckt euch hier nochmal die neuen Mudmans an. Die lohnen sich auf jeden Fall.